Hallo Freunde, ich bin mal wieder unterwegs und zwar im schönen Frankenwald. Frankenwald hat mich mit Regen und Wind empfangen und ich werde von Steinbach im Wald bis nach Münchberg laufen. Im Hintergrund sieht man übrigens das Glaswerk von Steinbach am Wald. Das läuft auch heute an einem Karfreitag, wahrscheinlich wegen den Öfen. Auf der Tour werde ich mal schauen, was uns da so begegnet. Ich werde auf Trekkingplätzen übernachten. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Die werde ich euch auch zeigen. Und lassen wir uns mal überraschen. So, der Regen hört gerade langsam auf. Die Sonne kommt auch raus, da oben. Also halb. Und ja, ich hoffe, das wird es gewesen sein mit dem Regen. Jetzt bin ich gerade durch das erste Dörfchen gelaufen. Maslach. Jetzt kommt zum nächsten Ort. Reichenbach heißt das. Oder Reichenberg. Naja. Ich laufe übrigens den Seenweg und das ist, der ist markiert hier mit dem S. Da sieht man das S. Allerdings werde ich jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Seenweg bleiben, sondern ich wechsle ein bisschen die Pfade. Hat einfach damit zu tun, damit ich diese zwei Trekkingplattformen auch erreichen kann, weil die eben nicht direkt an einem durchgängigen Pfad liegen. Und so. Aber so wie es aussieht, geht es jetzt langsam wirklich in den Frankenwald hinein. Ich freue mich schon. So gesund sehen die auch nicht mehr aus. Generell gibt es ja viele Ecken, wo der Wald nicht mehr so gut aussieht. So, jetzt erstmal ein bisschen lecker Pause, Beerenmix und ich genieße die Aussicht, die Sonne, das Beerenmix. Das sind hier so leckere kleine Scheibchen und die schmecken echt gut. So, und weiter geht's. Jetzt habe ich erstmal die nassen Sachen dank der Karabinerhaken hier außen am Rucksack dran gehangen, damit die trocknen.
So, gerade mal wieder auf die Uhr geschaut. Ich muss mich ein wenig beeilen, habe ich festgestellt. Ich will ja noch vor Sonnenuntergang bei diesem Trekkingplatz sein. Ja, ich denke, das schaffe ich noch. Vielleicht sind es jetzt noch etwas über 3 Stunden, die ich laufen muss. 3,5 habe ich bisher. Ja, und ich dachte, es wird nicht mehr regnen. Tut's wohl dann doch. So, jetzt bin ich im letzten Tal angekommen für heute, dem Leitschtal. Und jetzt werden wir im Grunde noch einige Kilometer diesen Bachlauf folgen. Und irgendwann, schätze mal eine Stunde, bin ich dann beim Trekkingplatz. So, da unten ist der Trekkingplatz. Da ist auch schon jemand, hat Feuer gemacht. Und ein Hund, der mich ankläfft. Schauen wir mal, wie es wird. So, Getränke haben sie ja auch. Mit irgendeiner Vertrauenskasse. Da gucke ich da gleich mal rein. Und hier ist die Kasse. Und dann sind hier die Getränke drin. Ja, das sieht doch lecker aus. Wasser und Bier. Cool. Guten Morgen, Freunde. Der zweite Tag ist angebrochen. Ich bin, glaube ich, auch schon eine Stunde unterwegs. Ich konnte euch leider gestern nicht mehr groß den Trekkingplatz zeigen. Da war halt noch jemand und da wollte ich halt nicht die ganze Zeit mit der Kamera rumrennen und vor mich hin brabbeln. Der hatte einen Hund dabei. Der war zwar ganz nett, aber war auch ziemlich im Wachmodus. Und immer wenn ich mich irgendwo anders hinbewegt habe, fing er an rumzuknurren und zu bellen. Und ja, das wollte ich jetzt nicht irgendwie veranlassen. Ja, ansonsten, der Trekkingplatz war echt nett. Ich habe das erste Mal mein Zelt auf so einer Holzplattform aufgebaut. Hat mich erstmal überfordert, wie man das so ohne Heringe macht. Aber dann waren da noch so 4 Schlaufen, wo ich das Zelt dran festbinden konnte. Der Trekkingplatz hatte halt so ein Holzlager, hatte den Lagerfeuerplatz. Der Christian hieß er, der da auch gezeltet hat, hatte das Feuer schon an. Das war ganz praktisch. Genau, Plumpsklo gab es da, dann gab es da so ein Becken mit Brauchwasser. Es gab so eine Box, die im Bach stand, mit Getränken drin, wo man halt gegen Vertrauensentgelt in der Kasse was reinmachen konnte.
Und ja, war schon ganz nett. Ja, ein bisschen kalt war es halt, weil es halt in so einem Tal ist. Dann irgendwie war die Nacht danach über ist doch recht feucht und das hat man dann auch gemerkt, dass es dann trotzdem, mein Schlafsack eigentlich für die Temperaturen ausgelegt ist, trotzdem irgendwie relativ kühl war. Dann auch nicht so gut geschlafen. Ja, aber heute, ich habe 10 Stunden Wanderung ungefähr auf dem Programm. Ich werde nochmal so eine Schlaufe gehen unter dem See, dessen Namen ich mal wieder vergessen habe, an dem wir gleich vorbeigehen. Das ist so ein Trinkwasserreservoir. Und schauen, was uns dann alles auf dem Weg begegnet. Da unten erkennt man auch schon den See. Und hier ist sie. Die Ködeltalsperre heißt sie übrigens. Die Ködeltalsperre ist ein Trinkwasserreservoir. Also nichts mit Baden. Schade, hatte gerade vor, hier reinzuhüpfen. Und hier ist der Damm. Und wir werden jetzt hier außen rumgehen, quasi dann nach Norden, bis an den Anfang des Sees und dann weiter ostwärts. Ja, leider so ein blöder asphaltierter Weg hier. Das macht nicht so einen Spaß. Aber dafür können wir wieder den Blick auf den See erhaschen. Kumpel, wie geht's dir? Okay, nicht so gesprächig.
bisschen von der Sonne bescheinen und werde, guckt euch das hier mal an, ein Osterei. Das habe ich in der Bäckerei bekommen. Ich bin vorhin durch den Ort durch, habe mir da erstmal was geholt und die nette Verkäuferin steckte mir dieses Osterei dazu. Das ist doch lieb, das esse ich jetzt erstmal. So, und weil es hier so schön ist mit der Sonne, habe ich mir nochmal ein bisschen Porridge gemacht. Und ich glaube, es wird ein bisschen länger dauern, bis ich hier von der Sonnenbank wieder wegkomme. So, ich will auch nochmal, jetzt wo ich endlich aufbreche, nach was weiß ich, eine Stunde oder so, die Gelegenheit nutzen, mal was zu testen. Das hier ist meine Powerbank, die ist ein bisschen, die ist halb voll. Der dritte Balken blinkt hier gerade zum Laden. Und ich habe hier so eine Solarpanel, die will ich mir jetzt an den Rucksack klemmen und einfach mal schauen, ob die ein paar Stunden auch voll ist wieder. So, jetzt habe ich dieses Solarpanel befestigt, hier mit den Bändern. Mehr schlecht als recht, denn das Kabel geht zur Powerbox, die ist oben drin. Und jetzt werden wir mal gucken, ob das funktioniert. So, auf geht's! Back on track! Kommen jetzt so ein paar steile Passagen, weil ich drei Täler passieren muss. Also mal wieder runter, hoch, runter, hoch. Naja. So, wir sind jetzt übrigens hier auf dem europäischen Fernwanderweg 3 und 6, dem Museumsweg, die beiden mittleren Schilder. Das sind die, denen ich gerade so folge. Und wir sind endlich mal auf einem richtig schönen Waldtrail. So, ist mal gerade eine ganze Weile nicht gefilmt. Bin jetzt übrigens den zweiten Berg habe ich jetzt geschafft. Jetzt geht es wieder abwärts. Kommt noch einer mit rot markierten Steigungen bei Komoot. Aber gerade ganz interessant, weil ich nicht gefilmt habe. Ich war mit jemandem unterwegs. Bernhard hieß der. Der ist witzigerweise auch unterwegs zu einem Trekkingplatz gewesen. Allerdings, also sein hat er schon erreicht, meiner liegt noch vor mir. Und da sind wir mal eine Stunde zusammengegangen. Und das ist irgendwie ganz nett, weil das ist so das gleiche Erlebnis, was ich gestern auch schon am anderen Trekkingplatz hatte mit dem Christian. Dass man halt irgendwie sehr einfach ins Gespräch kommt mit fremden Leuten und dann einfach mal so mitbekommt, was die so machen. Und das
ja, einfach sehr spannend ist. Der Christian zum Beispiel gestern, der war halt Entwicklungsingenieur in der Automobilindustrie. Der hatte mal so ein bisschen erzählt, was da so gerade los ist und wie der Umschwung auf die E-Mobilität im Grunde, was das eigentlich bewirkt dort. Und der Bernhard gerade, der übrigens aussah wie Fritz Meinecke, ich wollte ihn jetzt nicht fotografieren, war mir dann doch ein bisschen zu aufdringlich, aber er sah halt einfach fast genauso aus. Irgendwie auch so ein Auto-Enthusiast und der arbeitete bei der unteren Straßenbaubehörde im Landratsamt. Da hatte ich natürlich gleich Déjà-vus mit unserer Straßenbaubehörde und Landratsamt. Aber das war ein netter. Hier in der Rinde sieht man eigentlich ganz gut, wieso es dem Frankenwald so schlecht geht. Der Borkenkäfer hat halt hier zugeschlagen. Sieht man die ganzen Spuren. Ja. Deswegen ist ja einfach immer viel abgeholzt. So, diesen dritten steilen Aufstieg geschafft. Es kommt zwar noch mal ein paar, aber die sind zumindest bei Komoot nicht rot markiert. Und, hier muss ich abbiegen. Das X zeigt meinen Weg an. Okay, ich gehe zum Großvater. Und da ist er, der Großvater. Diese Schotterwege nerven echt hart. Der Weg ist wieder besser. Und dafür geht's wieder bergauf. 17.15 Uhr. Boah, so langsam bin ich fertig. Aber mein Ziel nähert sich. Da hinten auf dem Berg, wo diese Radarstation ist. Warten wir mal das Auto ab. Da müsste der Zelt- oder Trekkingplatz sein. Jetzt geht es noch durch Meierhof. Danach müsste Schwarzen irgendwas am Wald kommen und dann müsste es da irgendwann mal zu diesem Berg hochgehen. Das ist auch der höchste Punkt der Etappe.
So, die zweite Nacht vollbracht. Da war dann noch jemand anderes auch am Campingplatz. Die Anne, die probiert sich auch gerade im Trekking aus. War wieder sehr interessant, jemanden kennenzulernen. So, und jetzt kommen wir auf die Spitze vom Döbraer Berg. Da gibt es den Aussichtsturm. Ich als nicht so der Freund von Aussichtstürmen und tendenziell Höhenbeängstigter werde da nicht hochgehen, aber sieht sehr nett aus. Bei dem Wegweiser kommen Westweg-Feelings auf. Und da ist diese Radaranlage, den Feit im Ostblock abzuhören. Bisher ist mein Frankenwald-Fazit eher gemischt. Aber wenn es die ganze Zeit so gewesen wäre, dann wäre ich hell aufbegeistert. Oh, das ist echt schön. Ich habe noch gar nichts zu meinem Solarpanel-Test gesagt. Gestern war meine Powerbank ja auf die Hälfte runter. Das ist eine 10.000er Powerbank. Und ja, im Grunde war, als ich dann am Ende des Tages geschaut hatte, die Powerbank auch wieder voll. Das heißt, sie hat auf jeden Fall auch bei einem größtenteils bewölkten Tag Anfang April die wieder aufgeladen. Und ja, das stellt mich auch schon mal zufrieden. Das heißt, eigentlich kann man zumindest sein Handy mit immer mal wieder rumfilmen und da auch täglich mit aufladen. Den letzten Berg passiert, Rautenberg hieß er. Jetzt komme ich hier noch durch eine Kahlschlagwüste. Da so, das ist ja leider irgendwie häufig auf Hügel, Bergkuppen in den großen Wäldern ist. Aber nun gut. Gibt es aber wieder zaghafte Versuche der Aufforstung. Wahrscheinlich wirklich schwer für die Förster momentan, so diesen Waldumbau zu gestalten. Ich überlege gerade, dass ich meine Tour noch mal ein bisschen ändere. Ich wollte ja eigentlich bis Münchberg laufen, habe aber gesehen, dass irgendwie so die letzten zwei Stunden, weil da ist man auch schon aus dem Naturpark Frankenwald raus, eigentlich nur an irgendeiner großen, stark befahrenen Straße lang geht. Und irgendwie, wo das hier gerade so schön ist, habe ich eigentlich keinen Bock, dass der letzte Eindruck diese blöde Straße ist. Und deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt nur bis Helmbrechts laufen. Das ist eh auf dem Weg.
Und dort hört dann der Naturpark Frankenwald auch auf. Und ich kann dann von dort, da gibt es wohl so eine kleine Nebenbahn, kann ich von dort bis Münchberg fahren. Und dann komme ich dort nach Nürnberg. Ja, ich denke, das werde ich auch machen. Auch wenn ich dann vielleicht eine Stunde irgendwo da in Helmbrechts am Bahnhof rumsitze. Aber ja. Übrigens sieht man ganz da hinten den Döbraberg, wo ich übernachtet habe. Da ganz hinten ist diese Radarkuppel, Radarstation. Ja, jetzt geht's weiter. So, hier gibt's einmal lecker Spezi und so eine Wurst. Da konnte ich jetzt nicht tatenlos vorbeilaufen. Oh, mein Rückhalt. So, die letzten Meter bis Helmbrechts. Das ist dahinter, da hinten. Und ich glaube, es ist noch so eine halbe Stunde bis Bahnhof. Bis zum Bahnhof. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich noch knapp eine Stunde eben warten müssen auf den Zug. Ja, vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt auf meiner 3-Tages-Tour durch den Frankenwald. Ja, jetzt bin ich auch ein bisschen platt. Bin froh, dass ich auch nicht noch bis nach Münchberg gelaufen bin. Weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist halt einfach an irgendeiner Hauptstraße lang und das bringt es immer so gar nicht. Und dann hatte ich jetzt zumindest so bis kurz vorm letzten Ort mit dem tollen Wurstautomaten einen schönen Waldweg und das, denke ich, war ein gelungenes Ende für diese Tour. Ja, Fazit würde ich es empfehlen. Ich weiß nicht so. Tatsächlich haben mir andere Touren bisher besser gefallen. Also das war jetzt nichts verglichen mit Schwarzwald oder sowas. Hat einfach damit zu tun, dass es sehr wenig so richtige Trails gibt. Es sind viele Forstwege und weil halt gerade so viel hier im Wald passiert, sind dann die Wege in der Regel von großen Maschinen auch häufig kaputt gemacht oder sie sind sehr neu hergerichtet und dann ist das häufig einfach nur so eine Schotterschicht und ja, das war zum Wandern nicht so schön. Es war zwischendurch auch recht anstrengend, weil es halt einfach berghoch, bergrunter ging. Was jetzt so an sich eigentlich schlimm ist, aber wenn halt die Steigungen so über die 20% gehen dann, und man halt seinen Rucksack dabei hat, dann ja, war es schon teilweise sehr hart. Also ich glaube, die letzte Steigung bin ich echt nur noch so hoch geschlichen. Da weiß ich, ob da mich auch eine Schnecke oder so überholt hat. Das könnte auf jeden Fall sein. Geschossen. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video mitschaut. Ciao!